Das ist Sarah. Sarah möchte ihr Ausweisdokument online überprüfen lassen. In Sarahs Fall ist der Grund für die Identifikation der Kreditantrag für einen Herzenswunsch. Mit der WebID-Video-Identifikation geht diese schnell, rechtssicher und von überall. Und zwar in drei schnellen rechtlich vorgegebenen Schritten. Sarah braucht dafür ein gültiges und unbeschädigtes Ausweisdokument, ein internetfähiges Endgerät mit Kamera, wie Laptop, Smartphone oder Tablet, sowie ausreichende Beleuchtung. Und sie muss allein im Raum sein. Schritt 1. Bei ihrem Vertragspartner gibt Sarah ihre persönlichen Daten an. Dann wird sie zu WebID weitergeleitet. Schritt 2. Die Agentin oder der Agent im Videocall bittet um Sarahs 9-stellige Vorgangsnummer, die sie über dem Fenster mit dem Videocall findet. Dann wird sie aufgefordert, die Vorderseite ihres Ausweisdokuments in die Kamera zu halten und dieses von rechts nach links und von oben nach unten zu kippen, sowie mit der Hand vor dem Ausweis langsam hin und her zu winken. Dasselbe macht sie mit der Rückseite. Anschließend hält sie ihr Gesicht in die Kamera und winkt davor ebenfalls hin und her. Mag komisch aussehen, ist aber eine wichtige Sicherheitsprüfung. Die Agentin oder der Agent macht Aufnahmen von Sarahs Ausweisdokument und von ihrem Gesicht und vergleicht sie. Schritt 3. Wenn alles übereinstimmt, erhält Sarah eine TAN per SMS auf ihr Mobiltelefon. Diese gibt sie in das vorgesehene Feld ein. Und schon ist Sarah identifiziert und kann den Kredit erhalten, für den sie die WebID-Video-Identifikation durchgeführt hat und sich damit endlich ihren Herzenswunsch erfüllen. Die Identifikation funktioniert natürlich genauso problemlos bei anderen Anliegen.